How are you feeling? Ja, also herzlich willkommen zurück zu Fire Emblem Engage. Die Story geht munter weiter, dementsprechend, wir werden auch sofort weitermachen mit dem Autodialog. Better. I'm sorry you had to see me like that. No, we shouldn't have dragged you into all this right now. I'm sorry, Divine One. As am I. But if I hadn't left when I did, what might have happened to you, Celine? Or you, Queen of? I'm proud to serve people in need, like my mother did. Thank you. Now, the Illusion leader. She said her kingdom released the Fel Dragon. I take it that's why the Corrupted are appearing in Elios again. Now there's no question that the Fel Dragon's after the rings. Which means we need to hurry. Head them off before they can reach the next one. Queen Ev, your country's ring. May I take it? Of course. The Kingdom of Firinae gives it with love, trust, and gratitude. Thank you very much. There is something you should know, however. My kingdom has another emblem ring in its possession. What? Since when? Uh-huh. There is another ring? Here in Firinae? It was kept secret to avoid conflict. Also, wir wussten ja, dass jeder der Kontinente einen bekommen hatte. Und dann die Königin Numera den Rest behalten hat. Und uns war ja schon klar, nachdem wir ja bisher nur zwei von denen hatten, dass entweder die gestohlen worden sind oder die irgendwo anders sich befinden. Und jetzt kriegen wir da ein bisschen Bestätigung diesbezüglich. For generations, knowledge of this ring has been confined to the monarchs of Firinae. However, now that the Fel Dragon has arisen, it is best to dispel the shroud of secrecy. It is commonly thought that the Divine Dragon gave one ring to each country's leader. However, Firinae received a second. The Ring of the Dawn Maiden. I see. To ensure that no one would find it, the ring was hidden away far from the castle. It rests in a shrine on the Brodian border. Oh, I remember those old ruins. What? You do? Yeah. Mother took me there after father died. She told me to keep the location in mind. At the time, I didn't know why. Now it makes sense. I was preparing you for the day you became king. I'll take everyone to the shrine. From there, I can continue on with the Divine Dragon. So, you are leaving, Alfred? Yes. I want to do my part to end this war. With your blessing, Mother, I'm going to help the Divine Dragon bring peace to Elios. Mother, I would like to join as well. Alfred! Celine! You have my blessing. I know you will serve the Divine Dragon with honor. On one condition. Swear to me that you will come back alive. I swear it. I swear it. Thank you very much, Queen Ev. I trust that you will take some time to rest prior to your departure. The journey ahead will be arduous, but know that you are all in my prayers. May good fortune shine upon you. Oh, nett. Meine, zugeben, wir haben vorher erst 5000 investiert, um euer Level up oder eine Spende euch zu geben, also ein bisschen zurückzubekommen, soll uns recht sein. Okay, starten wir erstmal ganz kurz das Spielchen hier mit, wieder Sachen einzusammeln, weil wir werden ja vermutlich nicht zurückkehren können. Okay, ja, hat jemand eine Kartoffel versteckt. Und ich sehe den Map sonst nichts mehr, also? Yes. So, nee, abbrechen. Hui, dieses Mal habe ich eine Menge Gegner erledigt, was? Ich freue mich einfach nur, euch helfen zu können, Göttliche. Ach so, ja, sehr schön. Schwer zu sagen. Yes. Jeder hat so ein bisschen seinen Anteil gehabt. Elusia wird uns nicht noch einmal überrumpeln. Wir werden Königin F beschützen und wenn es uns das Leben kostet. Ja, das war leicht traurig, wie die einfach durchmarschiert sind. Mir ist im Kampf etwas runtergefallen und jetzt finde ich es nicht mehr. Das Miraten der Kartoffeln. Ihr wächst mehr und mehr in eure Rolle hinein, Göttliche. Eure Muskeln sind auch gewachsen. Aha. Why are you looking? Yes. In der letzten Schlacht habe ich viele nützliche Dinge lernen können. Ich werde sie anwenden, um alle zu schützen. Ja, du warst nicht verkehrt.
Eigentlich schon jetzt relativ lustig zu sehen, dass gerade eigentlich unser Beschützer nicht unbedingt so hilfreich war. Es tut mir leid, dass unsere Feinde es auf mich abgesehen zu haben schienen. Zumindest ihr scheint glimpflich davon gekommen zu sein. Oh, ist das wirklich so eine Aussage, weil er mir uns auf die Nase bekommen hat? That's true. Ich fühle, dass ich stärker geworden bin. Der ideale Anlass für eine herzhafte Mahlzeit. Aha. Okay, lass mich raten, sie wird der Glatten werden. Pardon me. Bitte bleibt wachsam. Wir kontrollieren derzeit die Gegend auf ungewöhnliche Vorkommnisse. Mhm. Thanks. Ich kann euch gar nicht genug für die Rettung von Viren danken, aber lasst mich damit beginnen, dass ich euch zum Schrein führe. Divine One. Ja, die Grimmgöttin. Vielen Dank, dass ihr Königin F beschützt habt. Interessant, dass Divine One mit Würmgöttin übersetzt worden ist. Ich mag gar nicht dran denken, was Illusias Soldaten mit uns gemacht hätten, wenn ihr nicht rechtzeitig gekommen wärt. Also interessant, dass diese überhaupt nicht mit dabei waren. Yes. Auch friedliebende Königreiche wie das unsere müssen stets auf den Kampf vorbereitet sein. Ja, das habt ihr jetzt gerade eben nochmal stark lernen dürfen. Wander. Dieser Kampf war äußerst mühsam. Ich werde mich bemühen, nicht wieder solch ein erbärmliches Bild abzugeben. Ja, gute Entscheidung. Yes. Die königliche Wache war viel zu nachlässig. Wir müssen unsere Verteidigung stärken. Okay. Wahrscheinlich, als hätte ich mich an das Kämpfen gewöhnt. Nie wieder wird mir so etwas passieren wie in den Grasen von Lythos. Ja, ich meine, du bist einer der mit wichtigsten Einheiten für uns. So, mit ein paar von denen haben wir schon geredet. Bleib wachsam, genau. Weil das Fiese ist, so ein paar Sachen auf der Minimap werden hervorgehoben, sind dann auch grau gehalten, wenn wir mit denen schon geredet haben. Aber die noch 15 Gespräche von den Soldaten zum Beispiel, die werden nicht anders hervorgehoben. Ich hätte mir nie träumen lassen, dass ein einfacher Soldat wie ich eines Tages der Würmgöttin begegnen würden. Yes. Wenn der Wind aus der richtigen Richtung weht, kann man von hier aus die Blumen von Flora Mühlstadt riechen. Kinda creepy, maybe? Aber vermutlich immer noch ein besserer Geruch als anderswertig. Meine Mutter ist in Sicherheit. Ich danke euch allen für das, was ihr für uns getan habt. Von nun an werde auch ich euch helfen. Ja, soll hilfreich sein. Divine One. Bitte ruht euch hier ein wenig aus, bevor ihr aufbrecht. Ich werde für eure Sicherheit beten. Beten? Wäre schön, wenn man sich um die Sicherheit kümmern würde. Ah, gut. Wohin? Ich will einfach mal Weltkarte gehen und gucken, was da jetzt als nächstes kommen würde. Hey there. You're the Divine Dragon, right? Got a second to talk? Warum dürfen sich zwei uns Unbekannte sich komplett einfach an uns heranschleichen? Who might you be? Me? I'm a blacksmith. You can call me Kelne. And I am Pine, a clothier. Pleased to meet you. I'll cut right to it. Our friend Durton wrote us and said he opened a shop at your base. And, well, we'd like to go there too. We'll be a real help. I can strengthen your weapons. My clothes and accessories won't win you any battles, but they will catch eyes and turn heads. If Durton vouches for you, that's good enough for me. Please, come along to the Somniel. Really? That's great! You'll be glad to have us around, I promise. Indeed. Thank you, Divine One. Okay, I think I lost him. Really? You sure about that, darling? You're shaking like a leaf. I take it you failed to obtain the ring. Apologies, ma'am. Those guys were tougher than they looked. But I can tell you things. Stuff that'll help you track it down. Like the fact that Princess Saline ran off with it. The Divine Dragon has it now. Pretty good info, right? What do you say? How about we call it even this time around? I won't let you down again. Oh. How naive you are. After you fail me once, there is no second chance. No! Please don't kill me! Please don't kill me! Hmm.
I am sorry, my lady. Apologies for the mess. And our failure to acquire the ring. I was expecting to get at least one. At least now we know that Lumera is dead. Yes, but there's another divine dragon to take her place. I can't believe that Beast had a child. It does explain why she was so willing to sacrifice her life. What should we do? The battle at Lethos Castle took its toll. We're in no shape for another confrontation. We'd best lie low for a spell. Leave them be, for now. Understood. Handgespräche sind jetzt verfügbar. Mhm. Und wir sehen, das geht sogar jetzt mal in zwei Richtungen. Nebenquests. Nach dem Abschließen bestimmter Kapitel erscheinen Nebenquest-Karten auf der Weltkarte. Nebenquests sind optional, aber sie lohnen sich. Vielleicht triffst du sogar neue Verbündete. Okay, wenn man da neue Verbündete bekommen kann, dann sollte man das ganz klar weiter angehen. So, meine Frage ist jetzt nur, welches von den beiden ist das nächste Kapitel? Kapitel 6, Bergsiedlung. Siedlung, okay. Dann gehen wir hier rüber. Nebenquest Dorf der Teefelder. Okidoki. So, ich denke, man hat es mit den letzten beiden Teilen gesehen. Dank Vorbereitung und den Kämpfen selber, die auf dem erhöhten Schwierigkeitsgrad dann doch auch knackiger sind, sowie aber auch länger, wären die Teile sehr, sehr lang. Und dementsprechend, ich werde jetzt hier schon relativ zeitnah versuchen, das so ein bisschen zu optimieren. Einerseits werde ich Timestamps in den Videos haben, damit ihr sehen könnt, wo was stattfindet. Falls euch zum Beispiel das Insomnia-Herumgeräne zu langwierig ist, kann man dorthin zum nächsten Kapitel dann springen. Nebenquests werde ich natürlich zeigen, werde aber doch wieder gucken, wenn ich merke, oh, da passiert jetzt nichts allzu Interessantes, dann werde ich logischerweise auch dort anfangen, Sachen rauszuschneiden. So, wir haben gehört, es gibt was Neues im Somniel. Also würde ich natürlich sagen, gehen wir da mal wieder hin. Alrighto, wenn du den Bandlevel zwischen Emblem und Einheiten erhöhst, schaltest du besondere Bandgespräche frei. Siehe diese Bandgespräche in Somniel oder beim Erkunden der Weltkarte an. Nachdem du dir ein Bandgespräch angesehen hast, kannst du den Bandlevel noch weiter erhöhen. Okay, da ist ja natürlich zum Beispiel auch hier wieder die große Frage, da ich das mal ja jeden Ring scheinbar jeder Person anlegen kann, haben die dann wirklich alle individuelle eigene Gespräche? Werden wir dann sehen dürfen. So, ich werde das mal ganz kurz hier abbrechen, weil es selber nichts scheinbar zu sagen. Nach einem gemeinsamen Kampf habe ich das Bedürfnis, um den nach meinen Mitstreitern zu suchen. Achso, und jetzt kommt das Bandgespräch. It is good that we can talk after I spent so long silently watching over you. I know what you mean. I'm really glad to have you at my side supporting me in person. That's it. Okay. Fähigkeitenerbe erlaubt der Einheit Fähigkeiten dieses Emblems zu erben. Also ich gehe mal davon aus, dass der Witz so ein bisschen sein soll, wie jetzt sagen wir mal hier in dem Beispiel. Alea erreicht ein gewisses Level mit Marth. Aber wir wollen den Marth-Ring an irgendjemanden anderen übergeben. Dann würde man sagen, hey, ich will aber gewisse Fähigkeiten behalten und dementsprechend, man könnte dann ihr Alea Marth-Fähigkeiten geben. Und sie könnte sie weiter nutzen, auch wenn der Ring selber nicht mehr bei Alea wäre. So stelle ich mir das zumindest bisher vor. So, jetzt wollen wir hier noch ganz kurz, weil wir in der Ecke eh schon sind, das noch schnell triggern. Was für ein Haufen da hinten. So, Schmiede und Boutique haben geöffnet. Dann gucken wir auch gleich mal, wenn wir hier eh schon sind, drüber. So, was für ein fantastischer Ort. Ich hätte mir nie alle träumen lassen, dass ich einmal mein eigenes Geschäft in Somnia eröffnen würde. Das ist meine Boutique. Hier gibt es die beste Mode in ganz Ilios. Hier kannst du im Tausch gegen Materialien und Goldkleidung und Accessoires im Auftrag geben, die du in Somnia tragen kannst. Die meisten Accessoires, die du hier anfertigst, können von allen Charakteren getragen werden. Im Verlauf des Spiels erweitert sich das Angebot. Okay. So, ja, wir haben wirklich für jeden etwas. Wir haben zwar sie alle schon mal so ein bisschen gesehen gehabt, aber ich zeige es trotzdem. Ist doch hier interessant. Man sieht zwar, es ist immer noch so ein bisschen Fantasy-Mittelalter.
wie die meisten eigentlich, aber ich würde gerade sowas wie die beiden Nasen sagen, die sehen schon überraschend modern im Verhältnis aus. Entsprechend gucken wir einfach mal, was hier so existiert. Azurlinie, die Himmelslinie und die Reinheitslinie. Man könnte denen sogar Gläser anlegen. Ich meine, ist ein nettes Feature, wenn wir ehrlich sind. Gibt natürlich auch in männliche und weibliche Version. Dann können wir nochmal gucken, ändern. Achso, ändern ist einfach nur, hey, falls wir was anderes haben. Ja, great. Dann können wir das so anlegen. Nett. Aber wie ich dann gerade eben eigentlich schon ansprechen wollte, man trifft die dann eigentlich eh in diesen Situationen nur selten an. Maximal dann in den Gesprächen. Aber wirklich wichtig oder dafür Geld auszugeben, würde ich es jetzt nicht machen wollen. Be well. Und dann du. Was haben wir hier noch interessantes? Hübscher Kiesel, nice. Welcome, welcome. So, ich kann euch gar nicht genug danken, dass ich meine Schmiede hier eröffnen durfte. Denkt immer daran, wenn ihr eure Ausrüstung erneuern wollt, kann ich sie in Form hämmern. Genau, in der Schmiede kannst du deine Waffen im Tausch gegen Goldmaterialien verstärken. Werte deine Waffen auf und entwickle sie weiter, indem du sie veredelst oder so gravierst. Übertrage mit einer Gravur ein Emblemmacht auf eine Waffe, wobei nie mehr als ein Emblem zur gleichen Zeit verwendet werden kann. Tipp. Die zum Veredeln benötigten Materialien kannst du auch auf andere Materialien durch andere Materialien ersetzen. Aha. So, unten sehen wir, was wir haben. Ja, und da haben wir die unterschiedlichen Sachen. Gucken wir einfach mal ganz bewusst hier mit unserer beste Waffe. Was könntest du daraus noch machen? Also wir hätten eine +1-Möglichkeit, das würde einfach die Kraft erhöhen. Hier würden wir Kraft und Trefferchance erhöhen. Man sieht, ist eigentlich gar nicht mal so ultra teuer, wenn man ehrlich ist. Ja, wir haben 100 Eisen, das heißt, also 70 hier auszugeben würde bedeuten, dass kein anderer da mehr wirklich was machen könnte. Und auch einen Stab, davon haben wir immerhin 10. Aber man muss natürlich trotzdem sagen, 5% Genauigkeit und 3 Schaden. Deswegen das erste Upgrade, das lohnt sich nicht. Das zweite hingegen, dank der Genauigkeit, definitiv 9 Schaden. Wie hoch geht es? 12. Also, es kann sich schon verdoppeln. Problem ist, wir bräuchten halt noch diesen anderen Wert, Silber, den wir aktuell noch nicht im Besitz haben. So, wir können nur ganz kurz nochmal gucken, was würde sich denn theoretisch noch lohnen? Also, bisher eigentlich nicht allzu viel mehr. Wir können natürlich nochmal ganz kurz gucken, was man hier so bräuchte. Oh, da ist ein Fragezeichen. Das Ganze wandert nach unten? Von der Trefferchance. Interessant zum Beispiel zu beobachten, dass Treffer nach unten geht. Und das wird als rot angezeigt. Rot, Pfeil nach unten, auch in rot. Und dann haben wir Gewandtheit oder was das war. Das ist von 3 zu 5. Das ist auch in rot, obwohl es nach oben geht. Das ist auch nicht so, dass man sagt, oh, es geht aggressiv nach oben. Denn wenn man sieht, Kraft geht von 2 zu 5. Und das ist wiederum in blau gehalten. Also so ganz verstanden habe ich es noch nicht. Man würde denken, aber die, nach den 3 Werten, die richtig angezeigt worden sind, wird das so gemacht. Also, ist interessant zu beobachten, dass man das Ding schon mal in eine komplett andere Richtung bringen kann. Aber, es sollte klar sein, wir wollen in erster Linie Waffen wählen, wo wir wissen, die nutzen wir. Und die vielleicht auch so eine grundlegende Stärke haben. Das heißt also, ich denke, die mit cleverste Idee ist tatsächlich erstmal die Waffe zu verbessern, damit auch sie, unser Hauptcharakter, nochmal eine ganze Ecke stärker wird. Dann können wir nochmal gucken, gravieren. Was würde jetzt hier passieren? So, das würde das Ganze nochmal stärker machen. Ja, und man kann sehen, in welche Richtung das geht. Also wir könnten zum Beispiel gucken, Ausweichen zu verbessern. Nee, also wenn sollte klar sein, wir wollen... Das ist zum Beispiel auch interessant. Wir haben einen Wert, der nach unten geht. Also, es ist schon wieder der gleiche Wert mit Gewandtheit oder wie auch immer es genau genannt wird, wo die Anzeige anders ist als bei den anderen Werten. Also, ich denke, es sollte klar sein, wir haben 2400 herumliegen. Wir können hier 100 reinschmeißen, um nochmal +1 in Kraft zu bekommen. 10% in Genauigkeit, 5 in Ausweichen von 5 zu 0, +10 Crit.
Und kritisches Ausweichen auch nochmal. Also ich denke, hier gibt es nicht, was wirklich dagegen sprechen würde. Und dann ist die Frage, gibt es noch irgendwelche anderen Sachen? Ich meine, wir können ja mal ganz bewusst bei sowas wie einem Buch gucken. Feuer ist nicht umwerfend. Aber 100 Punkte ist jetzt auch noch nicht so die Welt. Vielleicht wird es irgendwann eine Sache, wo man genau überlegen sollte. Aber ist relativ ulkig. Das Ausweichen, ja, das solltest du eigentlich tun, aber halt die anderen Werte alle so hoch zu sehen, ist natürlich schon eine ganze Ecke besser. Ja, ist interessant, weil die anderen beiden sind nicht so toll wie das von Marth. Marth macht so viel, ohne dafür bestraft zu werden. Und da dann die Idee zu haben, dass es ganz genauer ist. Entsprechend würde ich eh schon sowas gucken wie hier, ob man nicht seine Eisenaxt nochmal verbessert. Einfach damit er genauer ist. 80 ist nicht... Also, wir hatten zwar bisher immer Glück, aber irgendwann wird sich das Blatt mal wenden. Ich lasse es aber mal ganz kurz trotzdem so, wie es ist. So, tauschen. Was ist denn? Wie sieht ein Tauschen? Nicht genug. Okay. Dann ist es auch Wurst. Normalerweise 1 von 3. Oder soll das sagen, wie sehr man tauscht? Muss ein... Achso, man muss schon darauf... Aber interessant, dass halt nicht genug Mineral hervorgehoben wird, anstatt mich da noch reinzulassen, um mich da das Ganze angucken zu lassen. Aber so, ich würde sagen, ich sammle wieder alle Sachen hier ein, werde das Training safe scammen, werde unseren neuen Begleiter füttern und dann werden wir uns die Gespräche gemeinsam angucken und dann, glaube ich, war es das für jetzt auch schon wieder. Ja. Ah, es war nämlich hier ein neues Symbol. Und zwar für den Amiibo Pavillon. Ich gehe davon aus, dass man jetzt hier Amiibos einscannen darf. Ja, liest die ein, da halte Items und Belohnungen. Liest du ein Fire Emblem Amiibo ein, winkt dir eine besondere Belohnung. Tja, Problem ist halt nur, dass ich keine Fire Emblem Amiibos habe. Ups. So. Wir zeigen es einfach einmal. Und zwar nehmen wir meinen goldenen Shovel Knight Amiibo. Yay. Trank der Magie. Das ist ein temporärer Bonus, ne? So, warum auch immer so eine krumme Zahl genommen wurde. Achso, ja klar. Weil meine Switch-Uhr anders ist eingestellt. Okay. Zeigen einfach noch mal ganz kurz ein paar andere. Eine Zwiebel. Great. Mewtwo. Also, es sollte klar sein, die Fire Emblem haben ihre eigenen speziellen Sachen. Wenn man aber welche nimmt, die gerade eben nicht Fire Emblem sind, dann ist es einfach zufällig. Ein Fisch. Oh, oh. Das ist mittlerweile auch verfügbar. Trainingssiegel. So, in der Arena kannst du Verbündete trainieren lassen, um Erfahrung zu sammeln und ihre Bandlevel zu erhöhen. Im Standardtraining kämpfen ausgewählte Verbündete mit einem anderen Verbündeten. Es ist kostenlos, aber begrenzt. Das Emblemtraining stärkt die Bände zwischen einem Verbündeten und einem Emblem. Es kostet Fragmente des Bandes und ist unbegrenzt. So, Standard und Emblem. Übrig dreimal. Lass eine Einheit mit einem Emblem trainieren, um ihr Bandlevel zu erhöhen. Mehr Level kostet mehr Fragmente. Gucken wir mal, wie das als erstes aussieht. Deine Ecke wird sogar hervorgehoben, welche Level man bisher hat. Das ist sogar relativ angenehm. Bin mal gespannt, wie groß die Liste am Ende dann wirklich sein wird. Gibt es hier irgendeine Logik, die wir schon anbringen? Du bist kurz vor... Du bist ja auch fertig gewesen. Wie kann ich das denn schaffen, dass die beiden ihr Gespräch durchführen, um dann das... nächste Level zu erreichen.
Ich muss ich irgendwie noch mal mit Celisa dann irgendwie reden? Noch nicht ganz klar. Ja, ich habe jetzt niemanden so direkt, den ich ernsthaft da leveln möchte, aber ich will einfach mal gucken, wie das aussieht. Schwertagilität, Verteidigungsdurchbruch, Ausweichen, Fähigkeiten, Erbe. Okay, da wird das mit dem Gesprächsding hervorgehoben. Band, Effekte. Okay, das kann man sich so angucken. Das mit dem Haken, das ist einfach nur alles Level 1. Rittertod. Okay, Lanz ist Witz 2. Ich dachte, für sie wäre gerade das wie Ausweichen nochmal hilfreich. Aber müsste damit erstmal Level 4 erreichen. Oh, man kann da sogar einiges an extra Punkte einfach investieren, um da hinzukommen. Das Problem ist halt nur, man müsste das Band dafür haben, richtig? Man müsste vermutlich dann Level 5 gehen, um dann mit dem Erbe das ihr so überreichen zu können. Also was? Investieren einfach mal. This should be a fun workout. I am Marth. I really thought I had you. Hey, Marth. You caught me in my favorite mood, just after a good hard workout. Your diligence in training with the bow might put you on par with Altea's finest archer. Okay, also trotz der Niederlage bekommt man hier aber Level 5. Hat erhalten Fähigkeiten, dieses Emblems zu erben. Okay, sweet. Jetzt gehen wir mal zu Standard über. Und hier ist ein bisschen wichtig anzumerken, diese Idee von einer Arena gab es in der Vergangenheit auch schon. Nur war das da so ein bisschen brutaler in der Hinsicht, dass man Sachen einsetzen konnte, also wetten konnte. Und logischerweise, man konnte mehr bekommen, Erfahrung, mehr Items etc., wenn man gewinnt. Aber gerade in den ganz oder den älteren Fire Emblem Spielen, wenn jemand in der Arena besiegt wird, dann war halt Ente. Dann war er tot. So, dreimal können wir das machen. Meine Frage ist, wem würde man das andrehen? Ich würde sagen, in erster Linie wirklich halt jemanden, der ein bisschen hinterher vom Level hängt. Und das wäre dann halt er. Clan, Divine Dragon Fan Club Co-Founder. I am Etier, a Royal Knight of Firinae. Mhm, Schaden wird gemacht, aber keiner von denen darf doppelt angreifen, also gewinnen wir noch. Ja, the lingering taste of victory. Das gab ein Level-Up. Meine Magie, hooray. Resistenz ist auch nochmal nach oben, hooray, aber man hätte ruhig noch ein paar mehr reinwerfen können. Verfügbar. Nice. Okay, und das Schöne ist ja, dass wir das jetzt theoretisch einfach so nochmal machen könnten. I'll be your partner. I'll be your opponent. Oh. Das Lustige ist nur. You're as strong as I expected. Yum! The lingering taste of victory. Nicht schlecht. Clan, 33rd Steward of the Divine Dragon. I shall serve as your opponent today. Er könnte definitiv viel Schaden anrichten. Der Witz ist nur, er muss jetzt schon 4% ausweichen. Aha, weil er mit einem HP. Oh, doppelter Angriff. Nice. Das finde ich doch mal ein wirklich hilfreiches Feature. So kann man noch ein bisschen seine Charaktere leveln. Jedoch muss man natürlich auch gleichzeitig so ein bisschen hervorheben. Man möchte das von nun an eigentlich jedes Mal machen. Ich weiß noch nicht, wie ich das aufbauen werde, denn in dem Three Houses Let's Play habe ich wirklich peinlichst genau darauf geachtet, jedes Level abzuzeigen, um einfach sicherzustellen, dass es nachvollziehbar ist, wo auf einmal die neu gewonnene Stärke herkommt.
Gerade wenn man sagt, okay, man hat jetzt hier eine Nebenmission, da hat der Kollege mal übertrieben 3 Level-Ups bekommen. Und wenn er natürlich 3-mal Stärke bekommt, dann ist das natürlich schon ein gewisser Unterschied. Ich bin mir noch nicht sicher, wie ich das jetzt hier machen werde. So wie ich mich kenne, werde ich es vermutlich weiterhin so aufbauen, aber damit man nachvollziehen kann, wie das Ganze aussieht. So, wir hätten die Möglichkeit zu spenden. Ich werde mal ganz kurz zeigen, wie das nochmal aussieht. Wir haben nämlich jetzt Level 2. Da steht nämlich, nächstes Level ist 10.000 Gold, aber auch hervorgehoben wird, bisher gespendet. Wo ich mich frage, müssen wir jetzt 5.000 ausgeben oder nochmal 10.000 obendrauf? Nee, nächstes Level ist wirklich 10.000. Das ist mir ein Ticken zu viel, bei 5.000 hätte ich es überlegt gehabt, aber wir haben nur 17.4. Das ist ein bisschen zu aggressiv. Das heißt also, wir gehen jetzt hier gemeinsam über zu den Gesprächen. Upp, das ist die falsche Taste, muss Start drücken. Und ich will einfach nur ganz kurz zeigen, was wir zu tun. Wir haben einiges zur Auswahl. Aber ich werde jetzt nicht jedes Mal vor ihm, oh, das ist jetzt das C-Gespräch, oh, das ist jetzt das B-Gespräch. Aber ich denke, einmal wenigstens am Anfang kurz zu zeigen, was für Optionen existieren, das sollte in Ordnung gehen. Also, Fahrplan für heute, das noch machen und dann gucken wir uns die Nebenaufgabe an. Fram! Why are you loafing about? I told you to sort through the offerings. I completely forgot. Grant me the patience. How do you manage to bungle even the smallest task? This is exactly why I fear for your future. I meant to do it, honest. It just kind of slipped my mind. You know I will not credit that excuse. Forgetting is the same as doing nothing at all. Imagine how disappointed your parents would be if they found out. Fram. I have high expectations for you and your brother. You are my successors, after all. For my peace of mind, and to honor the mother and father who left you in my care, do better. Yes, sir. This is the last time I let you down, Vander. Promise. Very good. Phew. That ought to be enough running for today. Looks like you had a good workout there, Etienne. Oh, it's you. What are you doing here? I thought you might want these when you were finished. What's that you've got in the jar? Homemade pickles! They should really help you recover after a tough workout. Here, try one. Sure, why not? Thank you. Oh, this isn't bad. It's got just the right amount of tartness that I like. I'm glad I got it right. I know you're serious about your body, so I was careful to keep them delicious, but healthy. Really? You did that just for me? Yep, and that's not all. I also slept with them under my pillow. Kind of like how hens take care of their eggs. No kidding. That's weirdly charming. You're a good one, Clan. You can keep the whole jar. If you ever want more, just let me know. Oh, I will. Thanks for brightening up my day. And how fare you today, Prince Alfred? Thank you ever so much for inviting me. No, that's too stiff. I should try to sound warmer. Is something amiss, Clan? But where did you come from? My apologies. I thought I heard someone mention my prince's name. You heard right. Prince Alfred invited me to work out with him today. But I've never spent time alone with him before, so I'm nervous about saying the wrong thing. A private exercise session for the two of you. That's right. Not a solo or a group session. What could this signify? I don't think it signifies anything. Ah, but pay me no mind. So then, you are practicing your greetings to the prince? Yes. I don't want to embarrass myself by being accidentally rude. Maybe you could be my sounding board, Louis. I'll talk to you like you're Prince Alfred, and if anything seems off, you can correct it. A capital idea. When it comes to manners, you have turned to the right man. Is the tea to your liking, Princess Aileen? Very much so. I particularly enjoy the aroma. I smell a hint of citrus, along with floral notes, yes? More than one variety, if I'm not mistaken. It brings to mind the blossoms often found during the warmer months. Taken altogether, the scent is most pleasing. I endeavor to satisfy.
This black tea is a mix of leaves from southern Firinay with dried fruit rinds and flowers. It's heavenly, as the blends you prepare always are. The chance to sip the tea you brew is one of the small joys that gets me through each day. You're too kind, Princess Celine. Somewhat related, do you remember the special leaves I mentioned recently? Yes, of course. You said that they would produce a unique and distinctive flavor, if I recall. You recall correctly. I have a lead on how one might acquire such leaves. I take it that would interest you. Truly? You're right. I'd love to sample it for myself. Excellent. The wait will be worth it. For all I had hoped to discuss with you, now that you are before me, I am lost for words. I know what you mean. That we'll have plenty of time to get to know each other. Also hier, ganz simpel. Es gibt hier einfach ein Untermenü, wo es auch die Unterstützung gibt. Da kann man dann die Bände verbessern. Dann gucken wir doch jetzt mal, wenn wir schon diesen ganzen Spaß getrieben haben. Du könntest jetzt hier... Okay, du brauchst definitiv ein paar Punkte mehr noch, damit du sowas wie Ausweichen einfach anlegen kannst. Also wir sollten für sie dann vermutlich auch nochmal so einen Ring uns holen. Chris. Und dann Emblemringe von Mars. Du kriegst nochmal plus 2 KP. Mehr von mir aus. What'll it be? Ich würde sagen, wir machen heute mal, einfach um zu zeigen, wie es aussieht, Klappmesser. Drücke so schnell du kannst. Fülle die Leiste, okay? Drücke den Knopf so schnell du kannst, um die Linie anzuheben. Rühre den Boden, endet das Training. Mit jedem Klappmesser wird es schwerer, die Linie anzuheben. Je schneller du anhebst, desto besser fällt deine Bewertung aus. Bring dich in Form. How hard do you want to go? Looking good. Okay, this is machbar. I'm so proud. These pills ought to clear up the problem. Let me know if the pain persists, okay? And you're looking chipper today. I told you that cold would be gone before you know it. Father, isn't it time you took a break? Look, I made you some tea. Thank you, John. You didn't burn yourself or anything preparing it, I hope. You worry too much. I'm old enough to manage a simple pot of tea, I assure you. It makes me happy to see you growing up so fine. Huh? What's going on out there? Doctor, you have to help us. Monsters are on the attack, and people are getting hurt. What the devil are those beasts? This will get ugly. John, go and hide. I'll take care of bringing people to the clinic. This way, everyone! If you're unhurt, then assist someone who is injured. Must pull together! I know Father told me to hide, but how can I? I have to do my part, too. Oh, no. Get moving! There's shelter at the clinic! Keep your wits about you, everyone! I'll patch you up once the crisis has passed! We can't stand idle with the corrupted on the loose. Let's save those villagers! Are you all right? Get to safety and leave the corrupted to us! You don't have to tell me twice, but there's still a few left who didn't make it out in time. We'll do everything in our power to save as many of them as we can. They'll love you for it if you do. You're their last hope at this point. Okay, das Level zieht sich eher in die Breite. Interessant, gucken wir mal ganz kurz. Genau, wir haben nämlich jetzt nicht alle mit dabei. Das heißt, du, goodbye.
Wir haben ein paar Leute, die natürlich vom Level jetzt schon so ein bisschen stärker sind. Ich würde ganz gerne Alfred und Sigurd noch ein bisschen weiter verstärken. Die Frage ist, Heiler ja, definitiv. Am liebsten würde ich natürlich mal sie rauslassen. Und dafür gucken, dass vielleicht Chloe noch mal so ein bisschen was machen darf. Maybe. Feenvolk, was ist das für eine Fähigkeit? Darf ich mal ganz kurz gucken. Sind im Umkreis von zwei Feldern ein männlicher Verbündeter, einen weiblichen Verbündeten benachbart, fügt die Einheit plus zwei Schaden zu. Okay. Sehr ulkig. Das sind ein paar, die wir uns noch nie angeguckt hatten. Sind im Umkreis von zwei Feldern zwei weibliche Verbündete von benachbart, erleidet die Einheit minus zwei Schaden. Sanfte Blume. Holungs-Items, die von Verbündeten im Umfeld von zwei Feldern verwendet werden. 51% mehr. Energie geladen, hat mir das gesehen. Verwendet die Einheit ein Item, um KP zu heilen, erhält sie plus zwei Stärke für eine Runde. Meine, nett. Die anderen kennen wir ja eigentlich alle schon. So. Natürlich trotzdem ganz gerne noch mindestens einen weiteren Tank haben, wenn wir ihn hier schon abgeben. Also vielleicht ist es clever, auf ihn zu gehen. Vielleicht sollten wir auch noch mal ganz kurz gucken, gerade wenn wir sagen Positionen ändern, können wir uns ja die Karte angucken. Haben wir irgendwelche fliegenden Einheiten? Eine fliegende Einheit. Also es sollte auf jeden Fall klar sein, wir müssen hier die Verbündeten schützen. Und das wird natürlich relativ knackig. Wir haben zwar hier Sean und der Sohn John. Oh, da ganz unten hin. Also wir haben da hier eine Tür, da drüben, und wir müssen dann nach oben gehen, weil ich denke, wir müssen mit ihm dann auch sprechen. Das sollte also bedeuten, du solltest dich da relativ zügig nach oben begeben. Was natürlich auch schon wieder mal nicht selbstverständlich ist. Weil man möchte zum Beispiel sie nicht hier hinstellen, damit sie dann eigentlich von jemandem in dem Hain, in dem Fall, angesprungen wird. Das heißt also, die Idee muss sein, du gehst dann nach außen, dann kannst du nämlich hier so hinmarschieren. Achso, das ist ein Gebüsch. Ne, zwei. Okay. Das wäre ganz schick, wenn du da reinlatschen könntest. Jemand vielleicht da unten noch hin? Frage ist halt, wer. Wir haben auf jeden Fall hier ganz wichtig für Alfred den Rittertod mit dabei. Also der wird da so ein paar der britischen Einheiten gut auf die Nase hauen können. Ah, du bist vermutlich eine große Gefahr, weil die eine Einheit, die du da außen... Nee, doch, wir brauchen Leute, die von hinten angreifen können. Das ist also soweit schon mal richtig. Die Frage ist, dich vielleicht sogar ganz bewusst noch weiter vorne? Du kommst eigentlich auch nicht gefühlt weit. Also ich würde sagen, du bist diejenige, die hier am Anfang das hier mitnimmst. Nachdem, wo die hinrennen. Das ist mal eine Gefahr. Wie viel halten die überhaupt aus? Man müsste die jetzt eigentlich schon so anvisieren oder sogar auch angreifen, dass sie gerade eben nicht einfach machen dürfen. Also ich denke, ich gehe mal von aus, es sollte klar sein, dass zum Beispiel eher nicht einfach dahin rennt und das zerstört. Solange das nicht so eine Art Tutorial ist, was mit einem Nebenquest nicht der Fall sein sollte, hoffe ich mir, dass es ein bisschen offensichtlich ist, wann die Gegner vorhaben, Sachen wie sowas zu zerstören. There are so many wounded we couldn't get to the clinic. Is it up to me to treat them all? Father, I'm here to help. If we split up, we can treat everyone. John, I thought I told you to run and hide. I can't stay hidden away when there are so many who need my help. After all, Father, am I not your son? You taught me that a doctor does whatever is needed. My lessons have sunk in, I see. Very well then. Come and give me a hand. So, Gespräche. Siehst du eine Einheit mit einer Sprechblase, bewege dich neben sie und will reden. Solche Einheiten anzusprechen ist eine gute Möglichkeit, weitere Verbündete zu rekrutieren. In manchen Fällen sprechen diese Charaktere nur mit bestimmten Leuten. I'm not talking to a woman. Shithead. Ja, hier war ja auch bei Awakening, glaube ich, war es der Fall, dass wenn man
war einer der ersten Quests, die man hatte. Da musste man sicherstellen, dass eine Bauerneinheit ein gewisses Level erreicht. Das heißt, ich glaube, entweder nur ein Level ab, aber damit konnte man diese Einheit überzeugen. Aber das Problem ist natürlich hier jetzt auch schon wieder. Das Problem definitiv ist hier, dass... Oh, er hat eine Stabaxt. What's that? Eine Axt mit langem Griff, geeignet für Kämpfe gegen berittene Gegner. Effektiv gegen berittene, ja. Okay, das sollten wir dann also hier mit einberechnen. Also du wirst definitiv nicht da nach unten gehen. Also die Idee sollte sein, du wirst hier den Weg absperren. Aber ich will mal gucken, wie weit kommst du überhaupt. Okay, das heißt also, wenn ich den hier einfach unten stehen lasse. Also du wirst irgendwie so. Dann sollte das so weiter erstmal in Ordnung gehen. Ich wollte das hier drücken, genau. Goddammit. Don't know how much use you'll get out of this, but every little bit helps, right? Ja, das Problem ist, sie hat nämlich jetzt hier was Neues, das habe ich noch in der Zwischenzeit gekauft. Und zwar statt die zweite Stufe, ist es die erste Stufe. Das ist relativ ulkig, weil zweite Stufe würde man sagen, mit D ist schon nicht wirklich stark. Das Ding ist ein bisschen besser, hat aber natürlich auch ein paar Nachteile dabei. Zum Beispiel, dass es hier keinen zusätzlichen Angriff gibt, wie zum Beispiel hier mit Stufe 2. Ja, auf jeden Fall, ich habe so viel Zeug dabei mit ihr, dass ich das mal ganz kurz zurückschmeißen muss. So. Das Problem, wie angemerkt ist, ich will eigentlich vermeiden, dass sie hier einfach in den Busch reinrennen. Ich will eigentlich schon sicherstellen, dass sie zu uns dahin kommen. So, meine Überlegung ist, dich da reinzustellen. Es gibt dir wenigstens ein bisschen Schutz. Meine Frage muss nur sein... Die kommen trotzdem relativ weit. Meine Idee war nämlich eigentlich zu gucken, da zwei hinzustellen. Das Gute ist, die genießt immerhin den Vorteil. Genau, dann können wir nämlich hier nochmal jemanden hinstellen. So gilt es damit jetzt als aktiv. Das wäre eigentlich ganz schön, wenn das immer mehr hervorgehoben werden würde. Aber wenn ich das da oben sehe, ich Fähigkeit-Effekte mit dem Symbol, gehe ich mal davon aus, dass das soweit stimmt. Ja, mehr kann ich aktuell noch nicht machen. 46. Sehr schön. Oh, wow. Und du verpasst eine 97. Das ist schon ganz großartig hier gestartet. Ja, ist alles in Ordnung, weil interessanterweise der Koop-Schaden keine... nice. Auch wenn, egal. 13. Ja, vielleicht hätte man hier jetzt wieder trotzdem den Pegasus überlegen müssen, aber das Problem war ja, die haben natürlich genau da passend... Schön. Natürlich da schön passend einen Archer hingestellt, damit man da nicht einfach durchreitet. In der Vergangenheit gab es auch da wieder so Nebenaufgaben, wo man sicherstellen muss, dass eine gewisse Anzahl an Verbündeten es überleben, um Belohnungen dafür zu bekommen oder bessere Belohnungen zu bekommen. Okay, da kommt... Okay, also ihr stellt jetzt einfach nur sicher, dass sie geheilt werden. Ist wirklich beide Heiler? Echt zwei auf einmal finde ich sogar leicht Overkill. Okay, Frage. Du kommst weit, aber nicht weit genug, wenn wir ehrlich sind. Idealfall wäre natürlich, wenn man es irgendwie schaffen würde. So, Bodengeist. Am besten wäre es vermutlich, dich in den Hain zu stellen. Ich weiß halt nur nicht, wie ich das Ganze angehe. Idealfall wäre, dich loszuwerden. Und dann vielleicht mit ihr da hochzulaufen, um ihn auszuschalten. Irgend sowas. Frage ist nur, wie ich die Ecke löse. Du könntest versuchen, ihn anzugreifen. Du könntest versuchen, den Platz zu machen. Mit dir bin ich noch nicht ganz klar, was ich mache. Du würdest immerhin gut Schaden anrichten und dank dem Bruch dürften wir da auch sicher bleiben. Dann würde ich sagen, Archer... Stellt hier einfach sicher, dass wir den wenigstens auch schon entfernen. Sehr schick.
Ich denke 100%, ja, ganz simpel. That was eye-opening. Ja, ein bisschen schade, dass du genommen wurdest. Das soll alles soweit noch in Ordnung gehen. So. Da müsste sie eigentlich keine Chance. Oder dürfte es keine Chance sehen, dass sie getroffen werden kann. Ja, gut. Doch, natürlich, wenn er jetzt dann hier hingehen würde. Aber das wäre auch nicht so tragisch, oder? Okay, gucken wir mal. Sehr gut. The strength of the stewards. So, wenn ich jetzt hingehe und dir auf die Nase haue, dann würden wir dich damit ja erstmal ruhig stellen. So, meine Frage ist 8 gegen 10 Schaden. Dann machen wir doch ruhig 10. Mit dem Naruto-Rand natürlich. So, und jetzt soll die Idee sein, dass du vielleicht das mit einem Wurf schaffst. Ja, würdest du theoretisch schaffen. Du darfst halt nur nicht verfehlen. Ist trotzdem noch zur Seite gesprungen. Okay. Und jetzt müssen wir mal gucken. Sagen wir mal, der würde sich jetzt auf uns fokussieren. Der könnte sich da in den Hain begeben. Dann werden wir halt lieber hier warten. Gucken wir mal, wie sie es mitspielen, so wie ich mir das erhoffe. Ja, 11 Schaden trotzdem. Bisschen unfein. Das Lustige ist, die heilen, also. 9 Schaden, das ist sogar gar nicht mal so viel. Ja, die kommen, ja. Also, wir dürfen dann nicht lange warten. Wir müssen da irgendwie aushelfen. Frag mich, ob die Heilungen, die sie da gerade aufbrauchen, dann auch uns schon abgezogen werden. Okay, du reitest dorthin. Mit Hilfe des Rittertods müsstest du eigentlich... Ja, du wärst stark. Wie sah es aus, wenn ich Bündnis noch hinzufüge? Und ihn dann auch so zu sehen. Ja, würde es halt leider noch nicht ganz tun, ne? Interweise macht das in der Hinsicht gar nichts. Also der Schaden ist genau gleich. Das heißt also... Achso, ja, weil man ja logischerweise weiterhin nur eine Waffe... Oh. Wir haben auch einen So-Ritter-Tod. Okay, dann wollen wir den auch einsetzen. Gott, dude. Das ist schon leicht peinlich. Nee, bleib mal ruhig da stehen. Muss eigentlich mit ihr weiterlaufen. Du bist in großer Gefahr, hier von dem einfach zerlegt zu werden. It's just a scratch. Is it? Wie weit kannst du laufen? Okay, dann könnt ihr euch so ein bisschen hier treffen. Ist ein bisschen doof, aber ich will auf Sicherheit gehen. Ich will nämlich auch gleichzeitig eigentlich sicherstellen, dass Alia gleich weiterläuft. Ja, damit wollen wir so ein bisschen Kiss dir machen. So, du könntest... Ich mache mir Sorgen um den Flieger, der hier kommt. Nach dem, wo der sich hinbegibt. Das Doof ist, dass, wenn er clever sich anstellt, würde er sich einfach in den Hain da rein bewegen. Du bist eigentlich kurz vorm Level, aber ich weiß. Ich weiß halt nicht so ganz, was ich mit dir jetzt anstelle, denn eigentlich würde ich dich ganz gerne hier hinzufügen. Und dann kannst du auch ruhig. Ja, mach du das ruhig. Bist eh von einem Level ab ebenfalls. Geschwindigkeit, Resistenz, also andere Magier machen ja aktuell auch definitiv weniger. So, wie sieht denn das aus, wenn ich fragen darf?
Ja, wir kriegen logischerweise hier nichts Großes gebacken. Meine Frage muss eigentlich jetzt auch sein, oh, wenn ich hier mit ihr weggehe, ist er in Gefahr? Ich kann mir gut vorstellen, dass das sogar der Fall wäre. Das wäre leicht unfein. Bitte einfach mal testen. Ja, er könnte dann anvisiert werden. Ich gehe das aber in Ordnung. Alles leicht doof. Das ist alles doof, wenn wir ehrlich sind. Ich meine, wenn ich schon da unten bleiben muss, könnte ich natürlich auch überlegen, dich da ganz bewusst wegzubewegen, damit du jetzt nicht in Gefahr läufst. Aber damit könnte ich immerhin schaffen, dass... Ah, du hast leider keinen Wurfspeer. Ich will nämlich eigentlich sicherstellen, dass sie nach oben sich begeben kann. Baue ich das wirklich ganz kurz nochmal neu. Weil es ein bisschen doof, wenn man damit so gesehen ein Level-Up zurücksetzt. Aber das gefällt mir dann doch besser, das lieber so zu spielen. So your tale ends. Das ist noch nicht mal genug. Wir gehen hier oben lang. Oh, das wäre immer noch nah genug. Deswegen, ich glaube, ich warte nämlich hier unten einfach. Könntest du Reiter sich vielleicht um... So, gucken wir mal, wie viel Schaden. 14 zu 100%. Oh, und du greifst sogar... Oh, doppelt an. Oh, that kind of sucks. Okay, das dürfen wir also nicht passieren lassen. Dann kann ich das alles gleich überspringen. Auf Verbündetenphase überspringen, denn wir gehen jetzt wieder zurück. Okay, du darfst dann also da überhaupt nicht stehen bleiben. Ha. Ja, das ist alles ein Problem. Das heißt, du darfst nicht mal angreifen. Ah, okay. So, wie weit kommt denn der? Ich muss mal jetzt einfach ernsthaft sagen... Der kommt vermutlich dann auch nicht allzu weit. Ja, das geht dann alles soweit in Ordnung. Nee, bleib mal ruhig. Ja, bleib ruhig mal hier. Ja, das ist natürlich schon so ein bisschen schummeln. Aber das ist so eine Situation, wo ich es gar nicht mal so schlimm finde. Weil die Kämpfe sind schon schwer genug. Und wir hatten es ja zum Beispiel gesehen gehabt bei Chloe. Oh no! Das. Das Schöne ist, der Ritter macht so überhaupt keinen Schaden. Aha. Das soll uns auch recht sein, gerade wenn man sieht, dass er überhaupt keinen Schaden anrichtet. Ja, die Einheiten sind immer die besten. Die einfach so tanky sind, dass die meisten außerhalb von Magien da eigentlich nicht ihm eine Gefahr darstellen können. So, Frage muss jetzt sein. Du kommst da nicht mal hin. Whatever you say. Es könnte natürlich jetzt hier eine gefährliche Situation sein, einfach weil wir überreiten, einen Angriff in Bewegung. Natürlich auch interessant, weil man dann so gesehen an dem vorbeireitet, denke ich, und dann seine Position gleich mit einnimmt. Das Problem wird nur... Oh, das funktioniert nicht so, wie man sich das vorstellt. Ich kann nämlich nicht einen anderen auswählen. Dann halt nicht, ne? Wenn will ich natürlich schon gucken, dass wir dich entfernen. Bitte diesmal treffen. Thank you. If this love is a crime. Warum auch immer er da irgendwelche Kühler auf dem Rücken hat. So, dann stellen wir dich doch mal... Ja, ist eigentlich Wurst, wo er sich genau hinstellt, denke ich, oder? Der Magier kommt da nicht hin. Doch, der Magier kommt da hin. Oh, das wäre vermutlich fatal. Okay. No, warte, das da. Leitkristall. Kann ich das bewegen nochmal? Ja, ich muss das alles neu machen. Weiß nicht, was ich gegen den Magier mache. Ich muss vielleicht selber einfach gucken, dass der Magier da stehen bleibt, weil du wirst zerlegt. Du wirst einfach nur platt gemacht. Ja.
So, RNG ist gleich geblieben, weil wir sonst noch nichts anderes gemacht haben. Wie RNG genau aussieht, das kann ich euch auch nicht sagen, aber... ja, ich habe wirklich Sorgen, wie ich... Muss ich mit dem wirklich wegrennen? Du hast nicht genug Schaden? Ich überlege gerade, ob man hier wirklich halt aggressiv Kombinationsarbeit leisten muss. Dann hätten wir immerhin mal dich entfernt. Jupp. Mal gucken, wie das Level-Up aussieht. Ich glaube, das ist genau gleich geblieben. Interessant. Also da einfach hin und her wursteln, gibt einem nicht die Garantie, dass man ein anderes Level-Up bekommt. Du kannst dich im Nahkampf eh nicht wehren, also ist das alles soweit in Ordnung. Jetzt müssen wir aber nur hoffen, dass sie stark genug ist, dass der nächste Angriff keine Gefahr darstellt. Was ich nicht garantieren kann. Ja, ja, genau, komm du nur. Genau, konzentrier dich auf die beiden Nasen hier. 7 Schaden. Ich würde mal sagen, das geht in Ordnung. Ja, hier müssen wir jetzt leider anfangen aufzupassen, weil... Oh oh. 12 Schaden ist leicht ungesund. Ich weiß noch nicht, wie ich gegen den Pegasus-Ritter angehe. No, du konntest... No, what are you... No, 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 nicht mich. Ist zwar nett gemeint, aber... Ja, okay. Gut. Meine Frage ist, ob der Rittertod auch für Pegasus Knights zählt. Ich denke, das ist das, was wir jetzt herausfinden werden. No, aber es ist eine gute Menge. Wie sieht es denn aus mit anderen Angriffen? Achso, das kann ich auch anders machen, genau. Das sind 11 Schaden, 14 Schaden. Chance ist ein bisschen geringer zu treffen, aber ich denke, da gibt es schlimmere Sachen. Hat vor allem nur 5 Schaden. Oh, wow. Okay. If this love is a crime, Kraftimpuls verleiht Angriff plus 1 im ersten Angriff des Kampfes für jedes Feld, über das sich die Einheit vor dem Angriff bewegt hat. So, du gehst da jetzt ganz bewusst rüber. Ich muss aufpassen. Haben die nicht angegriffen? Doch, du hast angegriffen, aber du hast nur dumm zugeguckt. Was natürlich zu einem gewissen Grad interessant ist. Yes, I picked you. Das Gute ist natürlich in der Hinsicht wieder, jetzt haben wir da oben tatsächlich 2 Nasen. Okay, das Ding ist grundlegend besser und durch den Bruch werden wir auch nicht angegriffen. So, und jetzt die Frage, wenn ich dich da jetzt hinschicke. Okay, du machst es. Pretty weak. So, und jetzt haben wir noch einen mit Pfeil und Bogen. Wie sieht denn dein Schaden aus? Okay, 14 gegen 10. 10 ist natürlich ein Ticken zu viel, wenn wir ehrlich sind. Entsprechend, wir stellen dich da mal rein und hoffen einfach mal, dass es das tut. So, alternativ wäre natürlich auch recht, wenn der einfach hier auf jemanden anderen losgehen würde. So, ich stelle dich mal ganz bewusst hier so oben hin. Moment, nee, wir können zum Beispiel hier nicht reden. Wir können wirklich nur mit dem Jungen reden. Boah, du zerdeckst den einfach. Also. Oh cool, dass der da auch aus der Entfernung mitmacht. Weil er halt eine Wurfaxt theoretisch noch hat. Also das ist wirklich eine wirklich, wirklich gute Fähigkeit. So, damit haben wir jetzt... Ja, jetzt kann ich dich ja hier nach unten wieder schicken. Und du stellst dich, ich will mal wissen, wie weit kannst du? Ach, du bewegst dich überhaupt nicht. Okay. Und ich mich frage, ich meine,
Wenn man natürlich hier die ganzen Geister sieht, die wir bisher auch meines Erachtens gut ignoriert. Panzerbrecher. Okay, also da sollte definitiv niemand einfach mal so kurz hinrennen. 13 Schaden, ja, daran komme ich leider nicht vorbei, aber... Es ist alles... alles soweit in Ordnung. Oh, und da kommt... Ja, ich sehe, was passiert. Da unten will jemand zu dem Dorf hin. Das kriege ich vermutlich nicht hin. Rechtzeitig zu stoppen. Wie viele Züge hast du? Nee, du machst das nächsten Zug. Das Haus kriege ich leider nicht. Ich muss jetzt hier wirklich mich schon anbieten, in der Hoffnung. Muss ich wirklich gucken, ganz kurz. Ich werde mich auch versuchen, hier hinzustellen. Einfach in der Hoffnung, dass das einfach interessanter ist. Wie machst du jetzt nicht genug Schaden? Okay, dann... Ja, mach du das einfach. Das ist übel, man hätte also, ich vermute wirklich den Pegasus Knight noch haben müssen und dann irgendwie sich so schnell es geht, da zur Seite begeben. Ich heile dich damit, da machen wir auch hier den Stab jetzt alle. Und du kannst auch nochmal, schramm doch bitte nicht immer an den Level-Ups vorbei. So, da sollte niemand mit einem Panzerbrecher hin, du hast deinen Balken damit aufgebraucht? Richtig. Ich habe leider noch keine Ahnung, wie ich mich jetzt hier clever verhalte. Ich gehe einfach hin und lade es erstmal nur auf. Sehr gut. Hier weiß ich nicht viel anzufangen, also nimm einfach mal... Oh Geld. Also ich habe nie Miniaturwaffen verstanden gehabt in dem Spiel. So, wie sieht denn das aus? Würdest gut Schaden machen, würdest aber auch gut Schaden nehmen. Geht, ja. Also aktuell würde ich ja eher sagen, wir warten einfach mal ab, was passiert. Und warten darauf, dass einer oder unser Mage da hochgeht. Ja, mit dir will ich jetzt eigentlich nicht allzu viel tun. Was passiert eigentlich, wenn ich mich da drauf stelle? Ich kann mich nicht da drauf stellen, obwohl das Symbol, die Farbe da falsch ist. Ja. My bad. Okay. Ihr solltet klar sein, wir wollen dich erstmal hier so hinstellen. Du nimmst zwar Schaden, aber es ist besser als... Ach, das ist... Okay, beweg dich mal nach... Okay, jetzt wo wir wissen, dass das ja eh zu spät ist, wir können da unten auch sonst nichts mehr kaputt machen. Also hoch da. Kommst da eh nicht. Doch, ich will dich dann schon anfangen. Oh, du kannst mich da sogar anfangen zu snipen. Na, danke. Ja, hier passiert jetzt erstmal nicht allzu viel mehr. Doch, du könntest da hochgehen. Ja, läuf du mal da hoch. Wehe, der Ritter fängt auf einmal an, sich zu bewegen. Wie viel Schaden machst denn du? Mhm. Um auch immer du Dialog bekommen hast. Oh, ein Crit. The fuck? Ein 3% Crit. Okay. Ja, war nicht notwendig. Ich nehme es natürlich an. Great. Ja, reden wir mal ganz kurz mit dir. It's not safe here. You should be running. I can't. I'm the local doctor's son. I won't leave until I've helped the injured. You've got a lot of heart for a kid your age. All right. Let's join forces and save those villagers. I really appreciate the help. My name's John. Now come on. There's work to do. Okay, er hat sich jetzt interessanterweise uns angeschlossen und wir können jetzt aber auch nicht mehr machen. So, wir könnten jetzt hier überlegen, in Nahkampf zu gehen und das macht interessanterweise keinen Schaden. Ha. Das heißt, es würde nicht mehr für einen Bruch reichen.
Die Frage, ob er irgendwie der Anführer ist. Er wird jetzt nicht so hervorgehoben. Geh du mal sicherheitshalber da rein. Unangenehm, wie sieht denn das aus? Wäre schon mal guter Schaden. Ja, warum auch critten, ne? So, du kommst leider nirgendwo hin. Oh no, das kann ich auch mir nicht erlauben. Du kommst immer näher. Also hier werden wir auch mal ganz kurz Seitenwechsel betreiben. Oh, und du bleibst da erstmal wie falsch geht stehen. ...15 Schaden, ja, hier müssen wir aufpassen. Wäre schön, wenn du dich vielleicht von dort wegbewegen würdest. Oh, du würdest nicht mehr viel Schaden anrichten. Oh boy. Oh boy, das wird jetzt lustig. Aber ich denke, die Idee wird einfach sein, einfach heilen. Oh ja, jeder Angriff wird natürlich jetzt hier ein Problem. Da wir nicht voll heilen können. Okay, also wir müssen eigentlich gucken, den da unten irgendwie auszuschalten. Also was? Emblem engage. Let's go nuts. Sieht denn das aus? Das ist noch nicht so auf dem Level, wie man sich das vorstellt, aber... Ja, dann kann ich wirklich erstmal normal angreifen. Ja, Liberation Plus 2 ist besser mittlerweile. Liebe es, dass sowas kaputt geht. So Kleinigkeiten. Okay, gut. Du entfernst den Vogel. Wird jetzt die Frage sein, wie wir den nächsten Schritt machen. Kommst du nicht mal hin? Warum kommst du da nicht mal hin? Mal wissen, wie das aussieht. Zu gefährlich. Okay, du stellst dich einfach nur daneben. Warum nicht? 15 Schaden. Oh oh. Das wird jetzt vielleicht ungesund. Okay, noch ist da alles in Ordnung. Das ist natürlich bitterböse, dass du jetzt von zwei Stellen angegriffen wirst. Erzähl mal, wie du aushelfen kannst. So gut wie gar nicht. Du kommst auch nirgendwo hin. Ich glaube, ich verliere gleich einen Villager und ich weiß noch nicht, wie ich das da besser machen soll. Gerade vor allem, weil sich die Nase jetzt so... Nope. So überhaupt nicht da wegbewegt. Oh boy. Das einzige Positive ist wirklich, dass sich der andere Kollege nicht allzu heller anstellt. Das heißt, also dich könnte ich jetzt sogar entfernen. Ja. Okay. Jetzt wird nur die große Frage sein, ob die Person da oben halt... Nett. Schwert Agilität 2 erhält 15 Ausweichen und minus 10 Crit, wenn sie ein Schwert verwendet. Ja, reduzierte Crit ist jetzt nicht das Beste, wenn wir ehrlich sind. Ich muss es irgendwie fast schmackhaft machen. Aber vielleicht kann ich natürlich auch einfach hier rüber gehen und hier aushelfen. Ah, das ist beides irgendwie doof.
Ich schicke die hier einfach hin in der Hoffnung, dass das irgendwie Bait genug ist. Ich kann dich leider nirgendwo hinstellen. Dich muss ich mir eigentlich fast Sorgen machen. So, nee. Wie sieht denn ein Angriff aus? Nee, nicht mit einem Wurfbeil angreifen, mein Lieber. Ja, mach mal nix. Mach mal rein, gar nix. Wenn nämlich ich dann getroffen werden sollte. Okay, wir müssen jetzt einfach hoffen, dass er nicht auf den Kollegen losgeht. Der könnte jetzt einfach drauf gehen, wenn wir Pech haben. Okay, 13 Schaden. Das überleben wir gerade so. Irgendwie. Gut, gut. Mhm. Also, ich würde darauf hinauslaufen, dass wir nicht alle Sachen hier einsammeln können. So, ich schick dich in den Nahkampf. Damit könnte ich sogar einiges an Schaden anrichten. Nice. Muss halt nur treffen. Gut. Und am besten hätte ich natürlich jetzt hier irgendwie noch die Möglichkeit, einfach den Kill dazu bekommen, aber das wird wohl nicht drin sein. So, wie sieht denn das hier aus? Am liebsten würde ich hier die Waffen ablegen irgendwie. Damit der Gegner auf dich einprügelt, aber nicht wirklich Schaden anrichtet. Wie sieht denn das aus, wenn du damit machst? Weißt du was? Kümmer du dich mal um den? Eine Leichtaxt. Na, ja, von mir aus. Damit. Wir so ein bisschen versuchen, hier das Zeug noch einzusammeln. Aber ich glaube, ich muss mich hier darum kümmern, dass du noch entfernt wirst. Naja. Das ist mir nämlich alles ein bisschen zu risikohaft. Okay, gut. So, wie weit kannst du? No, du. Du kommst bis dahin, okay. Jupp. Hier ganz wo es auch nicht irgendwie heilen oder sowas. Lass mich du ruhig übernehmen. Das wäre allein nicht genug. So, was macht der Gegner? Stellst du dich clever oder dumm an? Leider dumm. Unbelievable! All the monsters are gone. We're saved, and it's thanks to the lot of you. I'm glad no one got hurt. I was a little worried there. You can't know what this means to us. We decided to give you this to show our thanks. Ja, whatever. Das ist 500 Gold wert. Ich gehe mal davon aus, man hätte was Besseres bekommen können, hätte man dieses eine Häuschen da hinten noch beschützt. Aber hey, da das mal nicht so mitzuerleben, nicht hinzubekommen, soll mir mal recht sein. Genau das gleiche, man hat es gesehen, ich habe wegen Alfred jetzt auch mal nicht zurückgedreht gehabt. Aber weil das so eine Situation ist, wo ich einfach mal mit leben werde. Hey, du mal wieder. Come now, Jean. Give the nice people a proper thank you. Oh, right. Thank you for saving our village. We saved it together. You did well today, Jean. Oh, I introduced myself to you, but I never asked your name, did I? Well, there was a lot going on. I'm the Divine Dragon. The Divine Dragon? From the land of Lethos? Oh, please forgive my rudeness. Don't mention it. Like I said, there was a lot going on at the time. What brings such a splendid personage to our humble village? I've been on a journey to defeat the Fel Dragon and bring peace to the world. The whole world? Wow. If it's all right with you, Divine One, can I come along and help? Strong! What's gotten into you? My dream has always been to become a doctor so I can save people. And that hasn't changed. But with monsters running rampant, I might die before I can do that. Look what just happened. At the Divine Dragon's side,
I think I can learn to fight and to heal people at the same time. Well, that's all very well for you. But what about the Divine Dragon? You'd just be a burden. Oh, I wouldn't say that. Not if what he did during that battle is anything to go by. If Sean wants to come, I don't mind. Though I understand why you'd be worried. Well, if he has your permission, then... I can only ask that you take good care of my boy. What? You're actually allowing him to go? Father, I told you, you don't need to worry about me. It's not like I'm never coming home. In fact, when I do return, I'll be a first-rate doctor. You'll see. How quickly they grow up. Of course, Sean. Be a good boy, a hard worker, and an attentive student. And come home safe. I will. Thank you, both of you. I can't wait to start working alongside the Divine Dragon. The feeling is mutual, Jean. I have a hunch that I'll be leaning on you a lot in the days to come. Und dann waren es... es sind hier viele Sachen. Und dann waren es schon zwei Heiler, die wir jetzt haben. Das soll mir natürlich recht sein, obwohl ich auch hier natürlich dann wieder fragen muss. Es ist nie der Fall, dass wir... dass wir so viele Sachen haben. Oder solche Kämpfe haben, dass wir so viele Slots für Charaktere frei haben. So rum. Und dementsprechend bin ich mir noch nicht ganz sicher. Ich kann noch ein Schaf aufnehmen. Okay. Weiter damit. Aufgenommen. Ja, das eine Gebäude hinten ist natürlich jetzt, nennen wir es mal passend, kaputt. Auf jeden Fall die große Frage wird halt sein, was macht man mit zwei Heilern? In der Theorie, wenn man sich angeguckt hat, wie die Kämpfe bisher verlaufen sind, klar wäre es cool, wenn man sagt, man geht in zwei Richtungen, eins in dem Fall zum Beispiel nach oben, eins nach rechts. Wäre natürlich cool, wenn man in jeder Ecke wiederum einen Heiler hätte. Das Problem ist halt nur, wenn man halt nur eine gewisse Anzahl an Leuten mit dabei haben darf. Man hätte nämlich argumentieren können, der Pegasus Knight hätte dabei sein müssen, damit man hier unten hin rusht. Und selbst das haben wir ja dann nicht machen können. Yes. So, Gerüchte besagen, dass unser Tee derart gut ist, dass uns manchmal sogar die Prinzessin selbst besuchen kommt, aber verkleidet natürlich. Thank you. Bin euch so unendlich dankbar. Bitte gestaltet uns, euch zum Tee einzuladen, wenn dieser Krieg endlich vorüber ist. I can't move. Ah. Orangen tun wahre Wunder für die Gesundheit und schmecken tun sie auch noch. Nicht 3 Meter vor mir stehen. Ich kann euch gar nicht genug dafür danken, dass ihr unsere Ernte gerettet habt. Diese Felder sind unser Leben. Ja, wäre da was passiert, wären ihr vermutlich tot. So oder so. Nichts macht mich zufriedener als die Teeernte mit 3 E. Solange ich mich auf meine Arbeit konzentriere, muss ich nicht über den Krieg nachdenken. Ja, wie gesagt, sind nicht die gespannten Gespräche, aber machen wollen wir es trotzdem. Wir leben wirklich in gefährlichen Zeiten. Ich hoffe, dass wenigstens dort, wo ihr herkommt, noch alles im Lot ist. Naja, nicht wirklich. Wenn dieser Krieg noch schlimmer wird, muss ich wohl bald selbst zu den Waffen greifen und in die Schlacht ziehen. Dann wäre ja alles gerettet, ne? Achso, hier haben wir... Ah, Kitty Cat. Yes. Ich finde es lustig, dass wir denen einfach deren Haustiere und Nutztiere einfach wegnehmen. Ich weiß gar nicht, ob das was bringt. Eine Sache, die ich nicht gezeigt hatte, ist, dass man tatsächlich Tiere in... aus einem, ich nenne es mal Zoo, rauslassen darf. Wir arbeiten unseren Tee in einer... Was machst du denn für Posen? In einer speziellen Werkstatt. Wir verarbeiten ja. Eine einzige Teesorte kann zu den unterschiedlichsten Ereignissen führen. Ergebnissen? Ergebnissen. Yep, great, great, great. Here you are. Wir sind hier nicht nur für unseren Tee, sondern auch für unsere Orangen berühmt. Hier, ich schenke euch welche als Dankeschön. We didn't. Ich meine, wir haben den Pick-up von ihr gehabt, yes. Ja. Von den Orangen, die wir hier ernten, wird sogar die Schale verwendet. Wir trocknen sie und verarbeiten sie dann in Tees oder Medizin. Okay, ich glaube, wir haben bald... Nope. Wir noch einige mehr. Ich finde es halt schade, dass es nicht besser vorkommen wird. Es gibt hier einige Kirche in der Nähe, wo wir stets gemeinsam zur Würmgöttin beten. Und 1000, ihr seid die Würmgöttin? Yes.
In Zeiten wie diesen bleibt uns eigentlich nur eines: Tee ernten, Medizin herstellen und beten, dass bald alles wieder sein wird wie früher. Ja, wenn man What? Sieht, ich halte mir die wichtigen Charaktere zu Schluss aus. Ihr habt uns gerettet, vielen Dank, dass ihr unser kleines Dorf oder für unser Dorf gekämpft hat. Gerüchten hatte ich schon von den Monstern gehört, aber ich hatte einfach nicht gedacht, dass sie hier bei uns auftauchen würden. Wir sind hier auf einer Insel und von nichts als Wasser umgeben. Wie sind diese Monster bloß hierher gelangt? Gute Frage. Meine Haarfarbe eure Haarfarbe fasziniert mich. Ist sie heute angesagt? Wir hinken hier der neuesten Mode immer ein bisschen hinterher. It's called Anime, bitch. Yes. Unser Dorfarzt ist bei allen beliebt. Er ist einfach wahnsinnig gut und freundlich obendrein, bis ihm dann der Stab ausgeht. Ich weiß auch, man hätte wohl der Tee, wenn wir ihn hier trinken würden. Oh, solche Gedanken sind derzeit wohl nicht besonders angebracht. Ich könnte mir eine gewisse Person vor diesem Hintergrund sehr gut vorstellen. Das wäre doch mal ein Anblick. Whatever that means. Keine Ahnung. Im letzten Kampf habe ich meine Grenzen nochmal deutlich nach oben schieben können. Ich fühle mich stärker denn je. Okay, also mit den eigenen Leuten zu reden, scheint grundlegend nicht verkehrt zu sein, weil man da immer bei was rumkommen könnte. Yes. Bis vor kurzem beschränkte sich meine Kampferfahrung auf Schaukämpfe, aber nun fühle ich mich sicher genug. Na, du? 3% Crit abbekomme? Ich habe mich so sehr daran gewöhnt, stets kämpfen zu müssen, dass ich mich fast schäme, so wohlbehütet aufgewachsen zu sein. Okay, wir gehen nicht auf den Kampf ein. Vielleicht auch die richtige Entscheidung für dich. So, wir springen hier die als allerletztes an. Thank you so much. Ich fühle mich, als wäre ich stärker geworden. Danke, dass ihr an meiner Seite kämpft. Jade, jade, jade. Simp, simp, simp. Indeed. Von Feinden umzingelt zu sein, ist nicht mehr so furchteinflößend. Ich glaube, ich kann jetzt mit jeder Situation umgehen. Deswegen, wenn man sieht, wie viel man hier bekommt, das geht eigentlich in Ordnung, da aggressiv diese Bande vielleicht weiter auszubauen. Wenn auch nicht jetzt logischerweise von Anfang an, wir wollen gucken, was für andere Ringe wir noch bekommen. Dann kann man sich darauf weiter stürzen oder logischerweise passend für den jeweiligen Charakter. Hui, dieses Mal habe ich eine Menge Gegner erlebt, was? Ich freue mich einfach nur, euch helfen zu können. Sag mir, ob das wirklich halt... Achso, du bist ein Huhn. Ich habe auf den ersten Blick nicht wahrnehmen können, was ich da gerade angucke. Ich frage mich, ob die Tiere halt irgendwas tatsächlich am Ende bringen, außer dass man sie halt in seine Kollektion aufnimmt. Ermöglicht es euch, auf unvertrautem Gebiet zu kämpfen, ruht euch aus, sobald wir zurück im Lager sind. Okay, und jetzt ihr in der Mitte. Habe ich mit dir geredet? Ob diese Kreaturen wohl deshalb herkommen sind, weil sie so gut duftet? Nein, kann nicht sein. Nee, würde ich auch mal behaupten. Mit dir hatte ich geredet, dann machen wir jetzt noch die Eltern. Ich dachte wirklich, dass beide sich anschließen wird. Pass gut auf Char, auf Göttliche. Er wird zu einem feinen jungen Mann heranwachsen. Es ist ein trauriger Tag, wenn dein Junge sein Nest verlässt, aber wenn er sich das wünscht, so werde ich ihn unterstützen. Thank you. Ja, danke, dass ihr mich mitnehmen werdet, Göttliche. Ich werde versuchen, mich nützlich zu machen. Gut, dann haben wir das auch jetzt hier alles abgeschlossen. Wir können nochmal ganz kurz gucken, ob er jetzt hier schon auftaucht. Ja, hier. Er ist noch Level 1. Uff, da, das wird... Expertise. Ist das der Witz? Expertise? Verleiht der Einheit einen erhöhten Statuswertezuwachs bei Level Up. Okay, also das ist wieder der Dorfbewohner aus Fire Emblem Awakening oder mit anderen Worten eine Einheit, die man so ein bisschen babysitten muss, die dann aber vermutlich, wenn man das ernsthaft drauf anlegt, extrem stark werden kann. Das heißt also, da wird man jetzt ernsthaft gucken müssen, das werde ich vermutlich einfach mal online nachlesen, ob es sich tatsächlich lohnt, diesen Charakter zu leveln. Ich gehe mal davon aus, einfach aus ein bisschen Erfahrung, die ich habe. Und vor allem, wie zum Gucken man das dann wirklich macht, denn das Problem ist halt, ja, er hat B in Stäbe und C in Fäuste. Das ist also schon mal besser, als was sie hat. Nee, sie hat auch C, aber sie hat D-Waffen, glaube ich. Also, da müssen wir vielleicht gucken, dass man ihm noch mal eine bessere Waffe gibt. Und dann irgendwie so babysittet, dass er tatsächlich seine Level-Ups bekommt. Das heißt also,
Der wird doch niemals irgendjemand in der Arena verhauen können. Keine Ahnung, wie man das macht. Also es könnte sein, dass man dann in Nebenquests irgendwie guckt, wo die Gegner dann doch ein bisschen schwächer sind oder gefühlt schwächer sind. Dass man da irgendwie das macht oder versucht wirklich immer diesen letzten Angriff hinzubekommen. Alternativ vielleicht mit extra Tränken ihn ausstattet, dass er am Anfang des Kampfes sich damit stärken kann, damit er für den Rest des Kampfes stärker ist. Also das wird lustig, denn bei dem Dorfbewohner war es der Fall, dass der halt immerhin mit einer Lanze kam. Also der hatte da halt so eine gewisse Möglichkeit, sich zu wehren, wohingegen man hier ja gesehen hat, der konnte ja nicht mal dem Magier wenigstens das Buch aus der Hand schlagen. Der war viel zu schwach dafür. Also das wird definitiv noch ulkig. Also da werden wir vielleicht auch gucken, dass wir ihm noch irgendeinen Ring anlegen, damit er auch da vielleicht schon mal nochmal ein bisschen sich stärken kann. Und sei es einfach nur hier so ein simpler Ring. Das würde es ja auch schon mal tun. Gut. Für heute aber würde ich sagen, kommen wir zum Ende. Und dann beim nächsten Mal, wir kehren erstmal auf die Karte zurück. Wo ich mich nämlich frage, ob da nochmal irgendwas anderes kommen könnte, nachdem wir jetzt dieses eine Nebenquest gemacht haben. Sagen wir ein neues Nebenquest oder ähnliches. Oder ob man jetzt wirklich zum nächsten Kapitel übergeht. Aber ich denke, das wird es dann sein. Beim nächsten Mal werden wir dann wieder gucken, halt, was in Somniel gemacht werden kann. Auch hier logischerweise wieder in zusammengefasster Version. Und dann stürzen wir uns auf Kapitel 6, was einen sehr interessanten Titel hat. Aber das werdet ihr dann beim nächsten Mal sehen. Ich bedanke mich, verabschiede mich und bis dann.